Torwald Schmidt Torr. Willkommen dabei. Heute Lektion 2. Schimpfworte. Ich habe mir auch jemanden hier eingeladen, beziehungsweise der Vater hat ihn vorbeigebracht. Das ist der kleine Bjarni hier. Bjarni, sag mal guten Tag. Hallo, guten Tag. Warum bist du denn hier, Bjarni? Weil mein Vater sagt, dass ich nicht gut schimpfen kann. Und da bin ich kein richtiger Torwaller. Ja, da hat dein Vater schon recht. Deswegen hat er sich auch hier vorbeigebracht. Ja. Ne? Das kriegen wir schon hin. Mach dir da mal keine Sorgen. Wir fangen da klein an. So, also wieder zu euch, liebe Zuhörer. Wir fangen klein an. Wir fangen einfach mal an mit Scheiße. Also mit dem Wort Scheiße. Auf Torwaldsch wäre das Helvete oder Helvete. Ach, so scheiße halt, ne? Helvete, verdammter Mist, scheiße. Dann steigern wir uns ein bisschen und sagen, Fahn oder Fahn, das ist so, das sagt man schon, wenn man in einen Nagel getreten oder in ein Schwert getreten ist, sowas so dumm mitgekriegt hat, dann ist das schon eher Fan. Also, Bjarni, sag mal. Helvete. Genau. Fahn. Ja, Fahn. Gut. So, das nächste ist, das ist ein wenig, das ist Torwalsch. Da musst du Torwaller sein, um das zu verstehen. Jeder Torwaller, der das Wort jetzt hört, das heißt Snorsock, der weiß, was ich meine und das sagt man nicht einfach so. Wenn man sich abends im Langhaus streitet und es ist Winter und man hat einen richtigen Hals auf seinen Torwaller-Kollegen oder seine Torwaller-Kollegin, dann geht man raus, nimmt gefrorenen Schnee, sprich Eis am besten, tut das in einen Socken, geht rein und ohne ein Wort zu sagen, schlägt man ihn damit. Das ist der Brauch, woher das kommt. Snorsock, Schneesocke, sagt man nicht einfach so. Wenn man das sagt, heißt es, der andere kriegt gleich derbe einen aufs Maul, wenn der noch einen Ton sagt. Bjarni, sag mal. Snorsock. Bisschen lauter. Snorsock. Aber wo ist denn dein Organ? Sag doch mal was lauter. Snorsock. Warte. Ja, wir üben das noch. So, Snorsock. Also sag das nicht einfach so. Dann sind wir bei das kennt jeder, das gibt's auch im Garacy, das ist der Arsch oder das Arschloch. Revol. 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 Jani? Revol. Gut. Dann der Bjarni ist so ein Scherz. Also, wenn jemand so ein bisschen weich ist oder jammert oder so, dann kann man zu ihm sagen, Fiete. Bjarni? Fiete. Ja, genau, Bjarni. Fiete. Ja, richtig. Kann ich was zu trinken haben? Nein, du, für Wasser hat dein Vater nicht bezahlt. Das tut mir leider leid. Das gebe ich nicht. Das gebe ich nicht. Ach, so. Als ich mir einen Schluck getrunken habe, geht es meinem Hals auch besser, ne, Bjarni? Ja. Ja. Jetzt kann man sagen, wenn der Torwart euch richtig auf den Senkel geht und ihr nicht das tun wollt, was der da wieder vor sich hingedacht hat, also ich, dann könnt ihr sagen, ach, Grella. Grella, Torre, Grella. Das heißt so viel wie, ja, leck mich am Arsch. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nur noch hören, Grella, Grella. Aber Grella ist so, ja, leck mich. Man kann dann auch, na klar, sagen, Grella Revol. Oder Grella Rev, wie ihr wollt. Das geht in Kombination. So, Hestkück ist das nächste schöne Wort. Bjarni? Hestkück, was heißt das? Das ist so wie Bockmist, Pferdemist. Ja. Hesskück. Gut. Da gehen wir direkt weiter zu, das ist so, beiß mich doch der Perlhai. Atanz! Atanz, kann man sagen. Oder Atanz! Ah, Atanz! Und sich dabei auf den Kopf schlagen, das ist das Beste. Ja, dann kommen wir auch zu einem meiner Lieblingssachen. Fiete. Jani, das hatten wir schon lange. Da sind wir drüber hinaus. Jetzt. Störe mich hier nicht, bitte, ja. So, also. Fiete. Ja, nee, es sitzt gleich was. Ja.
Gut. Verbefohlen, verbefohlen bei den Göttern, verbefohlen, verbefohlen. Verbefohlen. Ja, endlich wiederholst du es mal. Dann kommen wir zu einem Wort, das mit allem fast kombinierbar ist. Das ist kombinierbar ist. Das ist Jevla. Jevla. Jevla kann man mit allen benutzen. Man kann Jevla Fahn sagen, Jevla Snossok, Jevla Ravol, Jevla Fiete, Idiot gibt es bei uns genauso. Man kann auch Jevl Idiot sagen. Das geht ohne Probleme. Wir können das dann in Kombination sagen mit Din Jevl Idiot. Du oder Du Jevl Idiot. Mein Gott, du! Du! Ich? Nein, Jani, das ist jetzt, wenn man jemanden anschimpft. Ach so. Die nur dazu. Du kannst beides sagen, dien oder tu. Bedeutet fast das Gleiche, nur das dien ist so ein bisschen gemeiner. Also. Zum Beispiel, ich könnte auch sagen, dien Jevel Mama. Was heißt das? Ja, Dienchen will Mama ist bei deiner Mutter oder deinem Mutter. Du kannst aber auch nur sagen, Dien Mam. Ah, das ist dann. Deine Mutter. Was macht deine Mutter eigentlich heute? Die ist zu Hause. Also, dein Vater? Der ist doch raus. Ah, gut. Ja, gut, dann Dien Mama. Da haben wir es ja. Dann gibt es noch meine beiden Lieblingsworte mit App. App ist der Spasti, der Vollidiot. Du kannst na klar dann sagen, Hevel App. Das ist dann absoluter Vollidiot. Ne, wie auch nicht Hevel App. Hevel-App. Genau. Und zu gut und zuletzt ist dann noch Böck. Und Böck betrifft die Randgruppe der homosexuellen Torwaller. Das heißt Schwuchtel. Schwuchtel. Also Schwuchtel halt, ne? Meine das nicht böse. Aber es ist halt, man sagt das halt so. Wie Sissi sagt man auch Schwuchtel. Oh, gut. Dann fangen wir doch nochmal von vorne an und gehen alles runter. Helvete, Helvete kann man auch immer gut unterstützen, indem man irgendwo draufschlägt. Auf einen Oberschenkel, einen Tisch oder einen Mittorwaller. Ja, was gerade da ist halt. Ne? Helvete, Fahn, Snorsock, Revol, Fitte, Grella, Hestkük, Attans, Fürbefohlen. Dann waren wir noch bei Jevel, Jevel App, Jevel Böck, Jevel Fiete, Din Jevla Idiot, Tu Jevla Idiot, Din Mam. Und wo ich da bin, ich werde mich jetzt, du wirst dich jetzt hier hinsetzen, Bjarni, und das nochmal schön brav lernen für 8 Stunden. Ich bin dann mal kurz weg. Was soll ich machen? Das hier lernen, was ich gerade gesagt habe. Aber so, ihr braucht da gar nicht mehr zuzuhören. Ich bin jetzt unterwegs und gehe zu Bjarnis Mutter und ihr hört dem Bjarni noch so, wie er das hier brav lernt. Ne, Bjarni, machst du mal, ne? Ich habe immer noch Durst, Herr Junge, Herr Torre, Torre. Wir machen ja noch mal. Ne? Ja, dann. Sag ich mal, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen.